Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Für mich persönlich wieder ein ganz, ganz besonderes Video, denn ich habe ein paar Sachen von euch bekommen und ein paar Sachen habe ich mir auch ertauscht und die gucken wir uns jetzt alle an. Ja, und ich bin erstmal mega happy, wie es hier mit dem Kanal läuft. Heute, wo ich das Video aufnehme, haben wir am Morgen die 800 Abonnenten geknackt. Also da vielen, vielen Dank für. Und ich habe in letzter Zeit, also über die Zeit verteilt, tatsächlich wieder zwei, drei Sachen von euch zugeschickt bekommen, über die ich mich mega gefreut habe. Und die sollen jetzt hier nochmal ein bisschen Ruhm und Ehre bekommen, weil es halt einfach richtig cool ist. Dazu gibt es noch ein paar Tauschpostkarten, weil ich ganz viel getauscht habe und die heute alle angekommen sind. Da schauen wir auch nochmal rein, damit das Video auch interessant ist. Und also interessant ist es sowieso, versteht mich nicht falsch, aber nicht so kurz. So, und das erste, was wir uns angucken, ist dieses wunderschöne gemalte Bild. Da steht sonst hinten in der Ecke, ich habe es jetzt gerade einmal rausgeholt, wenn ich es schneide nicht vergessen habe, habt ihr auch nicht gesehen, wie ich es rausgeholt habe. Und das habe ich von der lieben Sophie gekriegt, hier unten steht auch einmal ihr Kürzel, zum Geburtstag tatsächlich, das hat sie mir zum Geburtstag geschenkt. Und ist einfach mega cool. Also haufenweise meiner Lieblings-Pokémon drauf. Sichlok, Shirox dürfen natürlich nicht fehlen. Kingler und Rayquaza seht ihr auch bei mir auf der Playmat. Kabutops auch ein richtig, richtig nices Pokémon. Auch in meinen Top-Listen auf jeden Fall dabei. Und ja, ich finde es einfach mega cool, was sie sich für eine Arbeit gemacht hat. Weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange es gedauert hat. Aber es sieht nach einer Menge, Menge Arbeit aus. Und es ist richtig liebevoll auch dann, ja, koloriert will ich es mal nennen, heißt, ich weiß nicht, ob es offiziell so heißt, und ist einfach mega cool und hat deswegen auch einen absoluten Ehrenplatz. Das Sichlo-Bild da oben habe ich auch von ihr bekommen, darum mega, mega cool, hat mich mega gefreut. Bouts dürfen wir natürlich nicht vergessen, also könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich finde es richtig, richtig nice und ja, darum wird sie auf jeden Fall für immer einen Ehrenplatz behalten und das stelle ich jetzt mal zurück, damit es wieder gut aussieht. Ja, und weiter geht's mit ein paar Karten, den ich vom lieben Man of Cards bekommen habe. Und der Gute weiß, was gut ist. Und zwar habe ich von ihm ein paar Sichlok-Karten bekommen. Also einmal hier aus Lost Thunder, Echo des Donners auf Deutsch. Die schöne Sichlok-Reverse-Karte. Und dann noch ein paar ältere. Hier von Heart Gold, Soul Silver. Und dann haben wir hier ein wunderschönes und auch sehr aggressiv dreinblickendes Sichlor. Finde ich mega, das Artwork. Dann ein bisschen niedlicheres aus Neo Destiny. Und der All-Time Classic, das erste Sichlor aus Fossil. Auch eine richtig, richtig schöne Karte. Habe ich mich mega drüber gefreut. Liegt schon in meinem Sammelordner, wo meine Sichlor-Karten sind. Da sind die auf jeden Fall gut aufgehoben. Also auch dir nochmal richtig vielen Dank. Und machen wir weiter. Ich habe Kabutops vorhin angesprochen und der liebe Sebastian hat mir auch was richtig Nices zugeschickt. Und zwar ein Holo Kabutops, gegradet von PCA. Da muss ich zu sagen, der Arme hat richtig, richtig Pech gehabt. Er hat mir irgendwann geschrieben, dass seine Karten, die er eingeschickt hat, nachdem er mir die ja geschickt hatte, teilweise verloren gegangen sind. Die er beim, ich glaube, er hat erst einmal gegradet und danach wollte er nochmal graden lassen. Und die sind tatsächlich weggekommen. Also da hat er richtig, richtig Pech gehabt, der Arme. Aber die Karte hat er mir geschickt und die ist einfach mega cool. Kabutops in dem Artwork Fossil. Ich finde alte Karten immer richtig nice. Hat nur eine 4, weil es hier einen Knick drin hat. Aber zum Hinstellen ist es einfach eine richtig, richtig schöne Karte. Und ansonsten finde ich, sieht die halt auch echt noch nice aus. Die Ränder, ist auch alles in Ordnung. Also wenn der Knick nicht wäre, hätte es wahrscheinlich eine deutlich bessere Bewertung bekommen. Richtig, richtig schöne Karte. Also Sebastian, auch an dich nochmal riesen, riesen Dank für diese coole Überraschung. Weil wenn du sowas halt aufmachst und dann auf einmal ist es da, bei den Sachen, bei allen dreien, ist halt einfach mega. Freue ich mich total. Und wenn dann auf einmal was im Postfach liegt, überragend cool. Ja, das waren jetzt die drei Sachen, die ich so in letzter Zeit mal zugeschickt bekommen habe, die ich euch nicht vorenthalten wollte, die ich natürlich schon ausgepackt habe, weil ich bin viel zu neugierig. Und ja, ich wollte ja aber nochmal eine Plattform bieten, um das Gebühren zu feiern und mich auch nochmal, natürlich habe ich den auch geschrieben, also das auch sowieso, und mich auch nochmal so zu bedanken in Form eines Videos. Ja, und wie gesagt, ich habe eine ganze Menge getauscht und da schauen wir jetzt einfach mal rein, was wir alles so hier finden. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, was hier wann wo kommt, weil ich habe hoffentlich alle Adressen richtig abgeklebt. Das war ja nur meine Postfachadresse. Die steht ja auch unten in der Videobeschreibung, also wenn ihr mal irgendwas schicken wollt. Hier haben wir jetzt vom Pokekumpel91 das
müsste ich eigentlich wissen. Also ich glaube, ich weiß auch, was es ist, wenn ich jetzt nicht komplett falsch bin. Und zwar hat der Gute von mir ein Rayquaza V bekommen. Und hier dürfte jetzt eine japanische Karte drin sein. Wir machen es extra spannend, okay. So, eigentlich... Oh, cool. Er hat noch ein Pikachu mit reingepackt. Sehr, sehr nett. Also mit der Pikachu-Karte habe ich nicht gerechnet. Also da schon mal danke für das kleine Pikachu. Und genau, hier haben wir sie. Gengar V aus der Box. Er hat tatsächlich das Glück gehabt, die alternative V-Max zu ziehen. Sonst hätte ich die V-Max bekommen. Haben wir gesagt, machen wir so. Von daher, richtig nice. Gengar V fehlt mir noch, habe ich nicht. Und mit dem kleinen Extra, also da auch vielen Dank für. Und dann machen wir mal weiter und schauen, was als nächstes kommt. Oh ja, das erkenne ich am Briefumschlag, von wem das ist. Und zwar ist das der vom lieben Christoph, der mir das meine allererste Fanpost zugeschickt hat. Darum finde ich, passt das sehr gut. Und mit dem habe ich nämlich getauscht. Und zwar hier das wunderschöne Fully Power VMAX, eine der VMAX-Karten, die mir noch fehlt. Damit fehlen mir Stand jetzt noch zwei. Da ist noch was hinter. Yay, noch eine neue Community-Karte. Also finde ich immer cool, wenn Leute sowas mit reinschicken. Aufpassen nicht, dass ich die Müll nicht zu den Karten schmeiße. Also er ist auch immer sehr, sehr künstlerisch unterwegs. Also könnt ihr auch hier auf dem Briefumschlag sehen. Ne? Also Pokéball ist drauf. Richtig nice, da gibt sich echt immer Mühe, was das angeht. Und ein richtig nicer Typ. Schon viel mit ihm geschrieben. Und ja, damit ein Teil von der Sammlung und ein kleines Extra. Jetzt will ich es nicht kaputt machen. Das ist schon wieder, also es zieht sich durchs Video, ein Kabutops-Sticker. Also mega nice, danke auch für den Tausch und für das Extra. Richtig cool. So, und jetzt kommen wir, glaube ich, fast nur noch, außer bei einem, zu Trades aus Facebook-Gruppen. Darum, da weiß ich ehrlich gesagt nicht jetzt, was, wo, wann kommt, da erkenne ich es nicht. Also hier haben wir auf jeden Fall einmal die McDonald's-Verpackung. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich zu doll reinschneide. Zuck. So, auf geht's. Hier haben wir es auch noch. Oh, ist überall festgeklebt. Aufpassen, dass ich hier nicht in die Folie schneide. Aber sehr, sehr sicher verpackt, würde ich das mal nennen. Kann nichts verrutschen. Alles gut zugeklebt. So soll das sein. So. Dann kommt das auch einmal. Ach, ich muss mich hier irgendwie mal besser organisieren. Das kommt dahin. Oh, hier hängt noch der Kleber dran. So. Dann haben wir hier, habe ich das richtig im Kopf? Nein, ich habe nicht das richtig im Kopf, aber es ist egal. Wir haben hier ein wunderschönes Gardevoir EX. Richtig, richtig schöne Karte. Und die EX-Karten sehen halt auch mega nice aus. Von daher richtig cool, dass die jetzt in meine Sammlung kommt. Also das einmal getauscht aus Facebook-Gruppen. Und damit geht es jetzt auch noch weiter. Ich habe tatsächlich noch mehr, weil ich war immer ein bisschen aktiver wieder beim Tauschen. Also wenn ihr tauschen wollt oder ähnliches, sagt einfach gerne Bescheid, ist überhaupt kein Ding. Dann machen wir das. So, die Karte liegt hier lose drin, hätte man festkleben können, aber sieht sonst gut aus. Und hier haben wir Bisaflor, der dritte Starter oder eigentlich ja der erste Starter. Richtig nice, Bisaflor ist jetzt auch dabei und die kommt auch mit natürlich in den Ordner oder ich stelle sie mir hin. Ich muss es nochmal überlegen, weil ich finde die, auch wenn es nur Reprints sind, ich finde die Karten richtig cool. Mit dem Foil ist schon nice. So, und das war leider nicht ganz so cool eingepackt hier, weil die Karten hier oben raus können und dann auch noch beim Aufschneiden, wo du ja dran bist, im Briefumschlag geklebt. Aber ein Toploader, immerhin im Toploader. Auch wieder was aus Celebrations. So, weil ich kann die eigentlich, glaube ich, so rausnehmen. Zack, zack. Komm schon. So, die haben wir draußen. Und dann noch die einmal hinterher. Also wir haben einmal Luxtra Level X oder Level X, das Xerneas X und ein Lepumentas. Ist für mich tatsächlich somit die schwächste Karte und ich weiß auch gar nicht so genau, warum die hier drin ist. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob es in diesen Level 45 ist. Das ist so eine Karte, die sagt mir überhaupt nichts. Aber auch die beiden Karten richtig, richtig nice. Und, also ich finde, kommt ganz gut was bei rum. Jetzt kommt etwas, was ich mir aus Japan geholt habe. Richtig, richtig schick. Hat er leider mit vollem Wert angegeben. Und ja, dadurch muss ich nochmal ordentlich Zoll zahlen. Die Post hat auch nochmal sich eine Gebühr obendrauf verlangt. Ist das hier irgendwo offen? Und jetzt kommt, also Verpackung, aber top.
Haben sie sogar zugeschweißt. Das würde ich mich am Leben nicht trauen bei Karten. Wenn ich es jetzt denn vernünftig aufkriege. So. Also, Hülle 1 weg. Hülle 2 ist auch versiegelt. Okay. Ach, man kann es einfach aufreißen. Sehr gut. Macht's wesentlich einfacher. So, wo kriegen wir das jetzt auf? Nixan, dankeschön. Richtig gut. Also, da hat einer mal schön Deutsch gegoogelt. So. Wie kriegen wir das jetzt auf, ohne dass die Karten kaputt gehen? Ich versuch's ganz vorsichtig. So. War jetzt nicht ganz so spannend, aber wir gucken jetzt mal. Ich gehe mal einmal durch. Wir haben hier, ich habe den Namen der Serie jetzt tatsächlich wieder vergessen, wie die heißt. Revils irgendwas. Aus der Serie sind die Karten. Und zwar haben wir hier einmal Togekiss Holo. Richtig, richtig schick. Also die Karten aus der Serie finde ich generell ziemlich geil. Darum habe ich mir bei einem Händler dann gleich 4 Stück geholt. Dann haben wir noch aus derselben Serie das Nachtara. Also auch hier eine richtig, richtig schöne Nachtara-Karte. Dann haben wir, welche zeige ich euch zuerst? Ach ja, die sind auch übrigens alle, ne, First Edition. Kann man jetzt bei dem, zeige ich euch natürlich die, wo man es am schlechtesten sehen kann. Dann das Xerox Artwork. Finde ich halt überragend cool. Das haben wir auch in Deutschland dann bekommen, allerdings als Nicht-Holo. Und ich wollte unbedingt die Holo-Variante haben. Und ich finde die einfach mega sick. Also es sieht so, so cool aus. Vor dem Mond. Richtig, richtig geile Karte. Und eine, die ich hinter mir schon gegradet stehen habe, wo ich gedacht habe, komm, die nimmst du dann auch mit, wenn der Händler die schon hat. Einmal Sichler aus Galaxy Conquest. Die haben wir da oben schon einmal stehen. Aber auch einfach eine richtig schöne Karte und tatsächlich nicht so häufig. Also daher musste ich einfach zuschlagen. Blieb mir gar nichts anderes übrig. So, und jetzt der letzte Brief. Den habe ich tatsächlich gar nicht aufgemacht. Kommt aus der Community, der habe ich mit dem lieben Tino getauscht und da ist was so Geiles drin. Da ist was so Geiles drin. So. Das wird geil. Also alles war cool, aber das hier wird alles übertreffen. Wow, hier ist viel mehr drin. Was hat er? Ja, hat er einen Booster gemacht? Also wir haben eine Karte haben wir getauscht. Dann gehen wir einmal durch. Richtig cool. Also da passt auch hier zu Fanpost, weil ist auf jeden Fall mehr drin als vereinbart. Jetzt bin ich mal gespannt. Alles hier schön gesleeved. Wenn, also die krasseste Karte kommt wahrscheinlich am Ende. Und jetzt schauen wir mal. Wir haben ein Glumanda, Glutexo, Glurak. Richtig gut. Also die Karte. Hier sind richtig gute Karten drin. Ey, was bist du verrückt? Also es ist kein normales Booster. Es ist halt richtig stark. Also hier einmal das Glurak ist halt auch eine mega geile Karte. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ich glaube in Reverse habe ich die gezogen, ob ich die in Rare, also normalen Rare schon habe. Also könnte mir tatsächlich noch fehlen, also da nochmal top. Dann haben wir eine Amazing Rare hier drin, richtig nice. Also das läuft auf jeden Fall. Was hast du gemacht? Der Mann weiß, was gut ist. Xerox V, richtig nice. Galarzapdos in Holo, auch eine richtig schöne Karte, finde ich. Galarzapdos, wie gesagt, immer das Schwierigste der Folge, finde ich. Aber die Holo, so hier schön clean, gefällt mir richtig gut. Da haben wir gleich nochmal hinterher das Galarzapdos. Das Galarlavados für mich ganz knapp vor Galarctos. So, die beste Form. Und dann kommt jetzt, außer er hat es nicht reingepackt, das wäre schlecht. Oh. Rayquaza VMAX alternatives Artwork. Einfach eine meiner Most Wanted Karten ever aus Drachenwandel. Die absolute Nummer 1. Ich konnte sie nicht ziehen. Und Tino hat alle Hebel in Bewegung gesetzt. Er hat selbst diese Karte sich ertauscht, damit wir dann tauschen können. Da nochmal größten Respekt und größten Dank raus an der Stelle. Und schaut sie euch an. Schaut sie euch an. Sie ist einfach wunderschön. Ach, ist sie nicht toll. Ist sie nicht toll? Ach, ich freue mich also so unglaublich, dass ich die jetzt in meiner Sammlung habe. Als er geschrieben hat, ich habe die für dich besorgen können.
ja, das war ein geiler Tag. Und jetzt ist es noch geiler, weil ich sie endlich in den Händen halte. Also von daher, mega, mega cool. Tausend Dank nochmal für den Trade. Ich glaube so, das war der größte Trade, den ich gemacht habe. Vom Wert her. In den Dimensionen tauscht man ja nicht so oft. Und von daher, tausend Dank auch für die ganzen Extras hier. Richtig, richtig cool. Aber die Karte, ein absolutes Highlight. Ja, und das war's mit dem Video. Ich hoffe, es war für euch ganz interessant. Also nochmal riesen Dank an die Fanpost. Und das würde ich jetzt hier mit reinziehen, außer die Rayquaza-Karte. Nicht, dass einer was falsch steht. Hier habe ich mir ertauscht. Aber für den Rest und dieses coole Booster, richtig, richtig geile Idee. Und ja, meine Tauschkarten, ein bisschen was kommt noch demnächst an. Da werde ich wahrscheinlich kein Video machen. Das findet ihr dann bei Instagram. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr am coolsten findet von den ganzen Sachen, die wir hier uns heute angeguckt haben, was eure Meinung vielleicht auch zu den japanischen Karten ist, wird mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Im nächsten Video geht es hier weiter mit Celebrations. Das Set macht nach wie vor einfach richtig Spaß. Und ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen als vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.